Ich muss Barnabys Forschungsergebnisse von Obscurus zurückholen. Hammond, hier ist Frank West. Ich muss in die Obscurus-Basis und brauche dabei Ihre Hilfe. Bin gerade beschäftigt, Frank. Ach, kommen Sie, das dauert höchstens eine Stunde. Warum flüstern Sie? Wenn Sie reden wollen, kommen Sie zu den Prachthäusern in West Ridge, mein Versteck. Bis später. Moment, welches Haus genau? Hammond? Na toll. Jetzt darf ich ein paar Klinken putzen. Willkommen zurück zu Dead Rising 4. Hallo Markus. Herzlich willkommen im Stream. Wie geht's dir? Und ja, ich spiele mit AirPods ausnahmsweise. Wo kommst du noch immer her? Könnten die halt auch mal her. Ah, hier kann ich springen. Oh ja. Sehr geil. Dein Favorit sind Facepalm und Cute, Hanna? Ja, sind auch super. Wobei Facepalm ist mein Favorit tatsächlich. Einfach nur, weil es perfekt zu mir passt. Okay. Wo müssen wir eigentlich hin? Hier hinten. Wo man ein Auto für. Freut mich, dass sie dir gefallen. So. Ich brauche dringend ein Auto. Sonst komme ich hier nicht großartig weg. Auto. Nein, okay. Der Tower ist da irgendwie voll gar nicht fehl am Platz hier. Hätte wahrscheinlich zu Fuß gehen müssen. Oh, Scheiße! Ja, genau, anschleichen, sneaky. Ja, das Eisschwert ist leider jetzt kaputt, jetzt habe ich ein Laserschwert. Ich habe sogar zwei davon. Ah, das Auto kann ich übernehmen. Wollt ihr helfen, mir die Tür aufmachen? Ah, oh, diese ekelhafte Mucke, ey. Was zum Geier? Du Arschloch! Deine Flug! Alter, was halten die aus? Okay, warte. Was machst du denn hier, hä? Oh, verdammt. Das war jetzt irgendwie nicht so geplant. So. Wir sollen Irren besiegen, okay. Pinsel um Gnade! Den Wutan, okay. Au! Oh, wow, what the fuck? Ja, komm her. Mann, bzi, hast du keine Chance. Okay. Na ja, klar.
Weil Ziegenneuigkeit ist nicht sonderlich gut, ne? Wow. Ja, es ist jede Menge zum Schnitzen tatsächlich. Was war das jetzt für eine Aktion, mein Freund? Verdammt nochmal! Muss ich denn alles selber machen? Macht der gerade echt einen Moonwalk? Oder einen Huhnwalk? Eieiei. Au, ich werde gerade von einem Hühnchen verprügelt. Sind wir jetzt bei, keine Ahnung. Bei, warum habe ich gerade einen Family Guy hier oder was? Wow. Böses Hühnchen. Ich wollte kein Foto machen eigentlich. Du lebst noch? Und deshalb ist Mannschaftssport nichts für mich. Du hast dich drum gekümmert? Gut. Weißt du, die Illuminati stecken unter einer Decke mit dem Sportkonzern, die wiederum... Aua! Verdammt! Hab mich am Flowchart geschnitten. Sie heißen nicht umsonst irre. Jetzt hab ich einen Bock auf Chicken Nuggets. Ich dachte, das wäre ein Raketenwerfer. Gibt's denn noch irgendwas? Nö, anscheinend nicht. Hm. Gut, hier gibt's nichts. Das heißt also, wir gehen wieder raus. Hat sich also voll nicht gelohnt. Sei erlöst, mein Freund! So, helf mir doch! Ich mach euch fertig! Ich hab vergessen, wie man schießt, deswegen scheiß drauf. Dann halt auf die Art. Brauche ich etwas Hilfe? Ja, ich komm ja schon hier. Ja, ist ein Brett vom Kopf. Und du auch. Du lebst noch. Danke für die Hilfe, Mann. Ich mach das nicht aus Gesundheitsgründen. Wow, der Typ ist aber echt billo. Aber richtig billo. Na gut. Genug Party. Finde nur ich die Musik schrecklich oder noch jemand anders? Autsch. Hammond muss in einem der Häuser sein, aber in welchem? Ach, da oben ist noch einer. Ja, greif mich mal an hier. Wo ist denn hier noch einer? Oh, die Musik ist ja voll schrecklich. Davon kriege ich richtig Kopfschmerzen. Der Wagen geht gleich jeden mal in die Luft. Entschuldigung, lass mich kurz durch, danke. Der Mensch hat wahrscheinlich irgendwie hinten rum müssen. Da komme ich nicht hoch. Hätte er sein können, ich auch hochkommen. Sollen die ruhig schießen. Mhm.
Ist das hier ein Eingang? Sieht nach einem Eingang aus, ne? Nein, kein offizieller Eingang zumindest. Ja. Entschuldigung, wollte nicht stören hier. Hallo, den Zaun kann man durch. Okay, alles klar. Töte den Typen jetzt endlich. Blöder Zombie. Schade, ich dachte, man könnte draufhämmern. Als ob die Musik. Oh, den Fernseher will ich haben. Als ob die Musik. Das dürfte interessant werden. Was? Ich hab doch. Ach, ich hasse sowas, ne? Falsche Taste. Fernwaffe hier. Plattenspieler und Hitch. Hab ich doch. Tragbare Stereoanlage. Betonziegel, Bier. Kochmesser. Achso, ich brauche irgendwas anderes, ne? Er soll dem Lieutenant den Kopf abgehauen haben. Er soll Trophäen von den. Ja, dann kann ich doch irgendwas machen. Ach, warte. Wieso habe ich ein Mikroskop dabei? Also so klein ist mein Schniedel dann auch wieder nicht. Ernsthaft? Davon habe ich... Ich habe euch so ausgenockt? Okay. Ich spiele jetzt Bass in der Band. What the fuck, ernsthaft? Das ist ein Haushaltsreiniger? Das macht gar keinen Sinn. Das Ding macht gar keinen Sinn. Aber gut. Journalist, Erfinder, Gottesgabe. Echt jetzt? Ja, oh, Left 4 Dead muss ich immer wieder zocken, ey. Okay, wir nehmen jetzt mal wieder ein cooles Outfit. Was nehmen wir denn am besten? Wieder den Dino? Sollen wir wieder den Dino hier nehmen? Ja, ne, nehmen wir den Dino, ne? Mal wieder. Kalt, kalt, kalt! Oder lieber den Hai. Ich glaube, der Hai ist irgendwie so, so. Hoffentlich sterbe ich nicht auch aus. Ich glaube, Hai ist irgendwie so ein Running Gag geworden, ne? Hier. Oder ist das eher ein Flossen Gag? Dino? Okay, nehmen wir Dino. Okay. Arr, Jurassic Park. So, was habe ich alles für Waffen dabei? Ding würde ich loswerden, ey.
halt das so. Müsste ich noch. Ah, halt. So. Hammond, sind Sie hier drin? Ich habe vergessen, wie man sich anschleicht. Ah, Kopfschmerztabletten, sehr gut. Gut, hier ist er nicht. Da hat gerade eine Frau ihren ersten Orgasmus gehabt. So. Das nächste Haus. Also die Soundeffekte von den Pistolen oder von den Waffen, ne? Das klingt eher so, als würde man gegen die Tür hämmern oder so. Also nicht wirklich High Quality. Oh, hab ich gesehen. Ich nehme lieber was zum Heilen. Okay, hier kann man irgendwas. Halt. Nein. Oh, das tut voll in den Augen weh. Grillhähnchen. Oh. Krieg ich auch irgendwie Hunger von. Geil. Das war nicht. Voll die Nerds hier. Kann man sich wahrscheinlich pushen. Was haben wir hier in der Kiste? Nein. Eine Armbrust, okay. Schade, kann man nicht kombinieren. Schade. Sonst noch irgendwas hier? Nein, okay. Dann nur hier hoch. Überall schon die Türen schon zu. Alles klar, gute Nacht, Peter. Danke, dass du dabei warst. Ist aber sonst echt nichts. Interessant. Hallo? Okay. Ist da wer? Naja, nicht irgendwer. Jemand Bestimmtes? Wollen ja natürlich den Dino behalten, ne? So eine gute Idee war, hier rauszugehen. Himmlisches Scheißding! Naja, ging auf jeden Fall schnell genug. Toll, hier komme ich nicht durch. Ugh!
Das klingt so bescheuert. Ein Rasenmäher. Das Spiel ist einfach so hardcore durch, ey. Lass mich durch. Aua, lass mich durch. Dino an Bord. Ne, Dino mit Bord. Oh, hier ist eine Blaupause. Ice Chain Gun. Okay. Mann, dass ich mir nicht merken kann, was ich da brauche noch. Eismaschine. Ja. Ah, hier. Diese Schüsse gehen mir auf den Keks, ne? Jetzt. Hoppla. Es ist eh immer das letzte Haus. Nein. Oh. Hier ist noch ein Haus oder was? Also nur eine Tür? Nein, ich will nicht das Bier. Ach. So. Ach, da ist noch eine Tür, okay. Moment, was war das? Jo, was zur Hölle war das? Hammond, wo sind Sie? Sollte ich mir für später notieren. Okay. Hier ist noch jemand? Alles klar, Xeria. Danke, dass du dabei warst. Wir wünschen dir einen wunderschönen guten Abend. Und wir lesen uns. Schreib dich später noch. Hier werde ich wahrscheinlich auf Umwegen rein müssen. Achso, nein, ich kann einfach die Tür rein. Tür nehmen, okay. Sein. Lol. Wir haben eins fürs Fotoalbum. Hey. Was mit Ihnen passiert? Tom gab mir die Schuld für den Überfall, aber er wusste, wir waren es nicht. Er ist irre. Er hat Menschen im Keller eingesperrt. Er hat Menschen vertrieben. Er verurteilte Menschen, als ob er Heinrich der Achte wäre. Und dann sind da noch diese Gerüchte von Menschen, die plötzlich spurlos verschwinden. Nun, was wollen Sie unternehmen? Ich werde ihn töten. Und ich hoffe, Sie helfen uns. Aber sicher doch. Wie machen wir es? Wir müssen die Zivilisten auf Toms Farm in Sicherheit bringen. Ich kümmere mich drum. Aber Sie bringen mich in die Basis rein. Wir arbeiten dran. Ich weiß nicht, Boss. Wir sind keine Spezialeinheit. Die werden uns fertig machen. Positiv denken, Connor. Ich denke positiv und wir werden abgeschlachtet. Überlasst die Basis mir und Jordan. Ihr drei kümmert euch um die Evakuierung. Bei der Mall sind ein paar Busse.
Damit könnten wir doch die Leute wegbringen. Gute Idee. Jessa, kriegst du die zum Laufen? Ja, kein Problem. Ich mach die Dinger startklar. Okay. Nicht gut genug. Ich besorge ein bisschen Metall, um die Seitenwände zu verstärken. Oh, was cool. Haben wir denn hier? Ein Panzerboss. Wo ist mein Notizbuch? Überaus interessant. Hanna, du musst mir mal einen Gefallen tun. Nicht jetzt schon wieder Wasser holen. Der Brunnen ist verseucht. Der Winkel stimmt nicht. Nicht immer diese Wasserträgerjobs. Gib mir doch mal eine richtige Aufgabe. Mache ich doch. Ohne Wasser sterben wir. Wir brauchen genug für mindestens 30 Leute. Im Bunker ist jede Menge Wasser. Fang da an. Hol Wasser, Connor. Pack die Taschen, Connor. Ich bin hier echt der apokalyptische Diener. Armer Junge. Die haben Probleme. Okay, wir sollen jetzt was? Zum Billardsalon gehen, okay. Erstmal Empfangskomitee hier. Dann gehen wir mal zum... Ach ja. Das Auto kann ich immer noch nicht steuern, das ist toll. Oh, warte mal. Schafft sie mir vom Hals! Von wer werde ich angegriffen? Ich bin davon irgendwo abgeschossen, aber ich sehe nicht von wo. Ich komme hier nicht durch. Alter, das ist laut hier. Ach, da! Entschuldigung. Bleib auf deiner Spur! Im Visier! Warte, fahre ich auch gerade richtig? Wo ist denn das Billardsalon? Oh, das ist genau auf der. Okay. Ist überhaupt nicht weit entfernt. Fängt es jetzt an so wie bei GTA, dass man immer weiter und weiter und weiter und weiter wegfahren muss. Wir müssen aufpassen. Ach, hier sind die Irren. Ach so. Ne, ist nur so einer. Lebkuchen, Mann. Hätte ich jetzt mal gar keinen Bock drauf. Ist es eigentlich auch mal dunkel draußen? Muss ich hier lang? Ja, leider. Aber den roten, da kann ich wahrscheinlich mitnehmen, ne? Ja. Den kann ich nehmen, yay. Hoffentlich lässt sich das ausbeulen. Ah, man kann das Radio ausschalten, geil. Gut, dafür geradeaus. Gute Neuigkeiten, Frank. Wir wissen jetzt, wie Sie in die Basis kommen und Fontana nerven können. Okay, aber wer ist das? Commander Fontana? Die Oberschlampe der gesamten Operation? Ja, blond und humorlos. Habe ich schon mal gesehen. Okay, melden Sie sich, wenn die Billardhalle bezugsfertig ist.
Hallo Sirras, wunderschönen guten Abend. Schön, dass du einschaltest. Habe ich gerade echt Hannah Montana verstanden? Flieg, meine Hübschen, flieg! So. Ich habe ein Zepter. Weg da. Habe ich irgendeine Waffe, die ich nicht brauche? Die habe ich, könnte ich, das brauche ich nicht. So, Panzerfaust, danke. Es sind zu viele. Ich. Hier! Gebt auf! Hä? Ach du! Brauche da auf! Was? Oh, Scheiße! Das wollte ich haben eigentlich. Ja, einer Montanas beste Zombie. Wie geht's dir? Hast du einen guten Start in die Woche? Warte, ich mach's mal hier. Oh, Motorradfahren hier ist so kacke. Hey, passt auf! Es gibt Ärger auf dem Ponyhof, Brad. Hammond will Tom mit meiner Hilfe beseitigen. Ah, halt mich auf dem Laufenden. Wo fahre ich auch hin? Ja, hab ich jetzt Urlaub, offiziell. Ich dachte gerade irgendwie mal, ich jetzt den Sound aussetze hier. Aber dann, ich habe einen Moment vergessen, dass wir ein fertiges Spiel spielen. Frank, meine Apostel verkünden mir, es gäbe einen Geheimkult in der Stadt, der vorgibt, Überlebende aufzunehmen. Okay, klingt relativ einschlägig. Keine Ahnung, was die wirklich mit denen anstellen. Schau es dir an, aber Vorsicht. Ja. Warum auch immer man das tun sollte, Frank. Einmal rein hier. Noch ein Tag. Noch ein Billardsalon voller Zombies. Oh Gott. Ein Billardkö des Todes. Kapiert? Billardkö des Todes. Zombie-Arm in die Ecke. Verdammt! Scheiße, die können auf Tische steigen. Gut, dann halt so rum. Hinter mir ist keiner, ne? Nein, okay. Das Mikrofon schon abschießen. Und Anstoß! Die Billardhalle ist jetzt 100% zombiefrei. Sehr gut. Wir bringen jetzt die Leute rüber. Treffen wir uns vor der Basis. Ach,
Cool. Das postapokalyptische Handelssystem kommt mir entgegen. Willkommen zurück, Hannah. Tja. Zur Armeebasis gehen, okay. Hast gerade einen wunderbaren musikalischen Auftritt meinerseits verpasst. Warum frag mich, die ganze Welt geht unter, warum gibt's denn noch Strom? Dieses Akkordeon hier, ne? Nicht Akkordeon. Dieses. Ja. Ich bin der Hammer, ich weiß. Was haben wir denn hier? Irgendeine Kiste, die ich nicht aktivieren konnte. Ein Tomahawk, ja, gut. Ne, danke. Sonst haben wir hier nichts, ne? Okay. Schade. So. Waren wir hier nicht schon? Doch. Einmal umdrehen. Und dann bam. Ihren kann ich später mal noch besiegen. Lol. Mein Rasenmäherfahrzeug ist noch ouch, da. Frank, wo steckst du? Schon diese Durchgestalten, von denen ich dir erzählt habe, abgecheckt. Wollt nur mal nachhaken. Okay, was haben wir jetzt denn jetzt vor hier? Also, schnappen Sie sich das Paket und los. Wir werden diese mies gebaute Wand in die Luft jagen. Suchen Sie mal mit Ihrer Spezialkamera nach einer Schwachstelle. In welche Wand? In die da? Ah, da. Anstarren reicht nicht, Frank. Hab sie. Gut. Scharf machen und weg hier. Es sind zu viele. Bringen Sie sich in Sicherheit, Frank. Pronto. Ja, wenn die Kamera mal aufhören würde. Mann, nicht gerade subtil. Immerhin sind wir drin. Können wir irgendwie den Alarm ausschalten? Keine Chance. Also weiter. Ich muss sofort zum Kontrollraum. Es reicht. Das war's für dich. Ich sehe nichts. Null. Hier werde ich warten. Ich versperre die Tür, also keine Sorge. Ah ja, okay. Blöde Kuh. Ich habe von hier aus begrenzten Sicherheitszugang. Ich habe den Raum eine Tür weiter geöffnet. Schauen Sie, ob Sie was gebrauchen können. Jetzt kommt die Alan Ripley in mir durch. Herbert, ich habe einen Exosuit. Schön für Sie. Und jetzt schalten Sie den Kommunikationsturm aus, damit keine Verstärkung kommt. Ach ja? Und wie genau soll ich das bitte anstellen? Mit dem Exosuit. Denken Sie sich was aus. Oh, Scheiße. Au, au. Willst du mich umbringen? Ach ja, willst du wirklich? Tja, Kacke. Okay. Okay, da hinten ist der Sendeturm. Gut, hier sind jede Menge Exosuits.
Das heißt, das. Aber außer geht eh nicht kaputt. Diese Typen wissen, wie man jemanden willkommen heißt. Gute Arbeit, Frank. Die Basis ist offline. Jetzt müssen Sie die Geschütze ausschalten. Das Problem sind die vielen Türen auf der Basis. Wie komme ich da durch? Wenn Sie durch sind, schalten Sie das Geschützkontrollzentrum aus. Und es wird nicht mehr so heiß hergehen. Er hat gefragt, wie er da durchkommt. Okay, die Frage ist jetzt, wo muss ich jetzt genau hin? Hallo? Ich häng fest. Wo muss ich jetzt genau hin? Hey, Kollegen! Oh. Schnell denken! Boah, der Controller vibriert aber echt hardcore. Oh, Scheiße! Da oben. Mit der Minigun einen Headshot verpassen. Ja moin. Noch mehr? Das ist ja die reinste Festung hier. Na komm schon. Na toll. Das passt ja. Ist er tot jetzt oder nicht? Jetzt ist er tot. Da muss ich halt glatt niesen hier. Der hat sich gerade selbst in die Luft gesprengt, alles klar. Okay. Ich hasse diese Viecher. Na, die ist besser. Ich hänge in der Tür fest. So. Sie müssen sich beeilen, Frank. Die Horde beginnt durch das Loch in der Mauer einzudringen. Wollen Sie abhauen? Ich bleibe hier, Frank. Zerstören Sie den Generator. Pew, pew, pew! Pam! Pam! Ping! Ich glaube, man hört den Vibrator. Der lebt ja immer noch, der Wichser. Ja, ist der Vibrator von meiner nicht vorhandenen Freundin.
sind zu... Schalte den Generator ab, Frank. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Bekommt ihr Jungs auch wirklich genug Geld dafür? Da. Und den zu ziehen ist echt nicht einfach. So, jetzt aber. Na los, raus hier! Probleme? Ich kann von hier aus den Eingang der Basis offen halten. Aber beeilen Sie sich, sonst bin ich Hackfleisch. Okay, ich bin gleich da. Glaub ich. Wo ist das eigentlich lang? Ich muss in die Richtung machen, okay. Weiter, Frank! Hier stehen Zombies vor der Tür und die verkaufen keine Kekse! Keine Kekse? Oh. Jetzt habe ich also aus Energie von dem Exosuit, okay. Aber diese Hurensöhne hier, ne? Ja, ich treffe den nicht. Jetzt ist hier rein. Lol. Das ist mies, dass mein Exosuit das einfach weg ist. Ich schulde Ihnen was, Hammond. Viel Glück, Frank. Treten Sie von Turner in den Arsch. Hallo, ich würde gerne. Okay, ich muss Barnabys Forschungsergebnisse finden. Brad meinte, die wären in einer Art Tresorraum. Ich muss mich umsehen. West, ich hätte da noch einen Report von Wick für dich. Lass hören. Frank ist zurück in Willamette und führt sich schon wieder auf wie ein verdammter Held. Für einen kurzen Augenblick dachte ich, wir könnten die Story wieder zusammen voranbringen. Wenn er sehen würde, wie die Leute... Ach, egal. Scheiß auf ihn. Weißt du was? Wie wär's mit einer Runde Funkstille? Wenn dir danach ist. Er ist erschlossen. Ach, hier sind wir da, okay. Mit euch was ganz, ganz, ganz Schlimmes. Irgendein fieser, mieser Bosskampf. Wirklich? Ein Forschungslabor? Der Gründer heißt nicht vielleicht Dr. Barnaby? Die Palette ist aber nicht, ja. Okay, Recherche beginnen. Alles klar. Ich hab jetzt Bock auf Kekse. Geht doch nichts über ein lebendes Versuchsobjekt. Hallo, kleiner Bursche. Commander Fontana hat den Fortschritt im Projekt Saturn überprüft. Kein Adressat. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Na, ich muss jetzt hier rein, oder? Wo ist der Eingang hier, ne? Da. Was soll das sein? Denkaufgaben?
Sollen die etwa aufs College? Oh nein, 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 nein! Na toll. Jetzt kommen ausgerechnet nur noch die hier, oder was? Wenn ich mal wenigstens einen angesehen könnte, wäre das echt hilfreich. Der Vorgesetzte kann mich mal! Red meinte, dass der Kram aus Barnabys Labor in einem Tresorraum gelagert wird, und zwar... irgendwo anders. Okay, weitersuchen. Na gut, dann suchen wir weiter. Schließung beendet. Auf Wiedersehen. Halt, Tür! Muss direkt mal unten liegen bleiben, mein Freund. Das lädt so ein, als könnte man da hingehen, ey. Das ist total ätzend manchmal. Das machen die Videospielentwickler immer mit Absicht. Was sind wir denn da? Ich rieche Zombies. Wir müssen sie zuerst erledigen. Sonst komme ich nicht weiter. Fortschritte. Die Subjekte haben gelernt, mitzudenken. Zumindest ein. Oh, ich bin am Arsch! Jetzt nur das Belohnungsprinzip. So gut wie Säuglinge. Aber ich meine. Vielleicht können wir bald. Moment. Detail ist halb, halbes Leid, ne? Captain, was ist los? Nein, nicht! Ich soll die Zombies besiegen, aber wo sind hier die Zombies? Die Machete ist noch nicht mal so verkehrt, aber. Ach, stimmt ja, ich habe ja noch das Akkordeon. Aha. Schaufeln hier und bleiben erstmal damit. Ey, Zombie, 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 Zombies! Hä? Ich höre die jetzt zwar, aber. Soll es die hier sein, oder was? Alles klar. Ach da, was ist mit den Zombies hier los? Wow, das war jetzt. Hab sie wohl alle erwischt. Wo ist dieser Tresorraum? Das ist jetzt wirklich wow, einfach nur. War hier noch irgendwas Interessantes? Ne? Okay. Verdammt, das müssen tausende Akten sein. Ah, das ist ein Teil der Behandlungskammer aus Barnabys Labor. Das sind Koordinaten. Was haben wir denn da? Barnabys Computerzeugs. Gesichert durch Recon Team Nova 6. Was ist das? Hey, was soll ich denn jetzt scannen? Alternativer Suchmodus.
Na also, die fehlenden Akten. Alle am 25. November abgestempelt. Sie haben also Barnabys Labor am 25. November überfallen. Das ist also das entscheidende Datum. Also gut, mal sehen. November. Ja, ja, du kleine süße Überwachungsaufzeichnung. Ich werde dich zu einem Computer bringen und dich so richtig durchziehen. Was? Schauen wir mal. Wow. Hey. Hey, Kleines. Na, was machst du da? Ah, Scheiße. Du solltest nächstes Mal vorsichtiger sein. Was ist geschehen? Sie war im Weg. Strom kommt! In Ordnung. Hansen, Perimeter. Verstanden. Vargas, Inventur. Bild, Notiz zu den Akten. Alles klar. McCulloch, hoch mit dem Arsch und los. Wir brauchen Strom, ich will hier keine Unfälle. Bin schon dran. Das Räumkommando wird in einer Stunde hier sein. Ihr sichert hier alles ab, verstanden? Ja, Sir. Gut. Die Leiche wurde um 15 Uhr eingeäschert. Mein siebter Fehlschlag. Und 19. September 2006. Dr. Russell Barnaby. Das ist vermutlich mein letzter Fortschrittsbericht. Es gab einen Ausbruch in der Willamette Mall. Ich war es nicht. Keine Ahnung, wer es war. Ich weiß nicht mal, wie das möglich ist. Ist die Eindämmung undicht? Ich weiß es nicht. Das Experiment bleibt unvollendet. Nach konservativer Schätzung benötigt es weitere 50 Jahre. Die gesamten Daten liegen hier, auf meinem Hauptspeicher. So habe ich mir das vorgestellt. Holen wir es uns. Vielleicht kann irgendwann ein junger Wissenschaftler davon profitieren. Download läuft. Die Behandlungskammer bleibt bei 62% Effektivität. Sie stellt die reine Wahrhaftigkeit meiner Schöpfung dar. Calder? Untot nennen sie es. Nie gab es eine größere Ironie. Ohne den Zerfall, den bestialischen Zorn, den fehlenden Intellekt. Denkt nur, was dann bleibt. Ein Zombie ist ein Mensch, der nie schläft, nie krank wird, nie altert. Tatsächlich ist der Zombie der Schlüssel zur Unsterblichkeit. Doch, obwohl das Nutztierexperiment fehlschlug, wollen diese Idioten vom Pentagon die Seuche nur als Waffe einsetzen? Beweise dafür habe ich an einen sicheren Ort gebracht. Ich wurde von einem unbekannten Agenten einbestellt. Bedeutet wohl meinen Tod. Die Stimme klang vertraut. Vielleicht jemand aus dem Umfeld von Santa Cabeza. Wenn dem so ist, muss ich vorbereitet sein. Sollte jemand den Vorfall überlebt haben, meinen Namen, meine Kontaktdaten kennen, ich für alles zur Verantwortung gezogen werden. Zudem steigt die Zahl der Infektionen rasant an. Ein jeder bei gesundem Verstand würde hierbleiben. Doch spüre ich diesen irrationalen Drang, mein Werk zu begutachten. Sollte ich mich infizieren, muss ich zurück und die Testkammer hier benutzen. Ein allerletzter Versuch, mich von meiner eigenen Kreation zu retten. Nun denn, lebt wohl. Möge in Erinnerung bleiben, dass ich für den Schutz des Lebens kämpfte und dadurch unzählige Tote verursachte. Was zur Hölle? Was zum Teufel ist hier los? Hey, Hansen! Raus hier, Bewegung! Bewegung!
Keine Angst, ich weiß alles über den Ausbruch. Es war Corder, einer deiner Soldaten. Charlie Squad, Rückkehr zur Basis. Treib ihn raus. Ich muss hier raus. Abgeschlossen. Ach, es muss doch einen Weg rausgeben. Wie zur Hölle macht ihr Jungs von Obscurus das? Was haben wir denn hier? Ach, warm. Alles klar, Hannah. Bruder, noch Äuglein, was aus? Frank, bist du da? Was ist los? Hab jetzt keine Zeit! Corder hat unsere Beute und Fontana will mich gerade umbringen! Moment, was? Gefangen! Monster hat Beute! Ups, Entschuldigung. So viele Stufen! Sie brauchen hier einen autorisierten Presseausweis. Ach, ich weiß, was Sie vorhaben. Sie wollen Barnabys Forschung beenden. Diese Zombies euch in eine Art Behandlung für Unsterblichkeit verwandeln. Alternden Millionären das Geld aus der Tasche ziehen. Das war der Plan, aber Unsterblichkeit ist nicht so profitabel wie billige Arbeitskräfte. Was? Zuerst wollte der Kunde nur die Forschung von Dr. Barnaby ausnutzen, aber dann tauchten diese schlauen Zombies auf und die Mission wurde geändert. Befrieden, domestizieren und trainieren. Sie wollen doch nur Soldaten herstellen. Sie erschaffen eine Armee aus Untoten. Geht's noch? Glauben Sie wirklich, jemand gibt diesen Dingern Waffen? Nein, wir wollten aus ihnen Kaffeebauern machen. Wirklich? Nun gut, mit Kaffee kann man eine Menge Geld machen. Oder Produktion, Fleisch abpacken oder verfluchte Früchte, keine Ahnung. Erdnüsse sind schwer zu ernten, nur mal so. Billige, ungelernte Arbeitskräfte für die, die sie kaufen. Nur darum geht es bei diesen Typen. Ja, und wer sind diese Typen? Sie, Frank. Ich nehme mal an, dass Sie Ihre Steuern zahlen. Sie gehen mir auf die Nerven. Ich lass Sie auffliegen, Fontana! Weißt du, wie soll ich jetzt auf einmal bekämpfen, ey? Ich sehe sie! Oh Mist! Mach! Okay, weißt du was? Du bist so Schnäpfe. Komm jetzt her. Das wird sie nicht retten. Ach da. Na, wie schmeckt dir das, hä? Was war das jetzt? Wir sind auf dem Weg zu Ihnen. Brauchen Sie Hilfe? Bitte kommen. Negativ. Nicht herkommen. Oh,
ganz schön aufopferungsvoll für einen Söldner. Wölfe kümmern sich um ihr Rudel, West. Huch, das war's schon? Obscurus hatte, was ich brauchte. Also unterbrach Hammond ihre Revolutionsplanerei und half mir in die Basis. Okay, wir haben wohl vergessen, die Tür hinter uns zuzumachen. Es war ein Blutbad. Halten wir einfach fest, sie haben es verdient. Ich erfuhr, dass Obscurus mit Hilfe von Barnabys Forschung Zombiesklaven erschuf, was wirklich gar nicht geht. Und Calder? Hier, hör mal, kennst du den schon? Ein Exosuit und ein Zombie haben ein Baby. Und es ist groß, wütend und im Besitz der Daten, die ich brauche, um Licht ins Dunkel zu bringen. Und ich brauche sie dringender denn je. Denn weil Fontana tot ist, kann ich anders nicht beweisen, dass die Regierung hinter all dem steckt. Und das ist die Pointe. Tja, Fall 4 gelöst. Und Bazooka-Kanone. Krass, das ging jetzt tatsächlich schnell. Sonst habe ich ja immer, ich glaube, 1,5 Stunden pro Fall gebraucht. Plus, minus. Jetzt mal wirklich knapp eine Stunde. Krass. Ich muss aus dieser Todesfalle raus und Calder finden. Ich brauche diese Festplatte. Ja. Da würde ich mich sogar heute tatsächlich schon verabschieden für diese Runde. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Dead Rising 4 wieder. Macht's gut. Bis dahin immer schön weiter Zombies metzeln. Tschüss mit Öl und Tralalö.